Willkommen zum Teil 4 unseres Reichstags. Jetzt wollen wir noch den Schluss bauen. Natürlich die Decke muss einmal rauf und die große Kuppel oben. Ich würde sagen, Blöcke in die Hand, auf geht's. Heute für die Folge holen wir uns einfach mal ein paar schöne Steinblöcke raus. Wieder hergerohrt Beton. Ein paar Eisengitter sind heute gefragt. Dann holen wir uns noch ein bisschen weiße Glasblöcke raus. Meine Empfehlung jetzt einfach mal für heute. Dann holen wir uns noch ein paar schöne Steintreppen und Stufen raus. Erste Aufgabe heute wird es sein, erstmal unsere Decke reinzuziehen. Dabei fangen wir natürlich mit unserem Betoneimer an und fliegen mal auf zu unseren Innenhöfen. Da können wir schon einmal draußen auf unserer Blockreihe, die wir hier haben, einfach mal zweimal hier unsere Betonreihen langziehen. Das können wir natürlich auf beiden Innenhöfen machen. Ne? Hier einfach noch zwei weitere Betonblockreihen hier mal raufsetzen, wunderbar. Auf diesen Blockreihen können wir auch gleich schon mal unsere Eisengitter einmal ringsrum ziehen. Und sobald wir das dann auch mit unseren Eisengittern geschafft haben, geht es jetzt weiter, dass wir erstmal den Rand von unserem Gebäude erstmal ein bisschen umrahmen mit unseren Steinblöcken. Zum Beispiel bei unseren Mauernseiten haben wir an sich ja schon eine Steinblockreihe. Hier bei unseren Türmchen müssen wir auch nochmal einfach hier so zack einfach eine Blockreihe einmal so schön lang ziehen. Verbindet sich natürlich hier einmal mit der anderen Seite. Und so gehen wir jetzt hier erstmal überall einmal lang und überall, wo wir das jetzt nicht haben, setzen wir einfach nochmal so eine Steinblockreihe hier oben einfach mal lang. Das ziehen wir hier so schön einmal komplett hier überall lang. Bis zur anderen Seite, wunderbar. Hier haben wir die Mauer. Bei den Türmen müssen wir natürlich auch nochmal hier so eine Reihe einfach ringsherum ziehen. Auf der Rückseite haben wir natürlich hier hinten auch noch den Teil. Hier müssen wir auch nochmal so eine Blockreihe einfach mal hier so schön lang ziehen. Wunderbar. Einfach hier, zack. Schlängeln wir uns hier so langsam vorbei am allen und dann haben wir es hier wieder verbunden und hier fehlt nur noch einmal der Turm. Und sobald wir dann, sage ich, hier einmal komplett ringsherum sind mit unserer Steinreihe, können wir jetzt diesen Innenbereich komplett einmal mit unserem grauen Beton ausfüllen. Einfach hier auch auf die gleiche Höhe, wie wir jetzt schon unseren Stein hier gezogen haben. Und dann können wir hier die Fläche einfach komplett einmal mit dem Beton ausfüllen. Sobald wir unsere Decke, sage ich mal, jetzt hier komplett einmal ausgefüllt haben mit unserem Beton, geht es jetzt ran, dass wir unsere Kuppel bauen. Du siehst, ich habe uns das Ganze schon mal ein bisschen vormarkiert. Da wollen wir jetzt einmal das Ganze in den Boden mal markern mit unseren Steinblöcken. Wir fliegen einmal zu unseren Innenhöfen, da kann man am besten sich von ausrichten. Wir suchen einmal die Mitte. Einfach zum Eingang fliegen. Wir haben ja hier so eine schöne Zweiermitte, die solltest du ja eigentlich schnell finden. Von dieser Zweiermitte aus gehen wir hier einmal nach oben. Ich setze mir mal meine Zweiermitte hier hin. Das müssen wir erstmal so ein bisschen rausfinden. Lassen dann einfach zu unserem Eisengitter so zwei Blöcke Platz. Setzen uns dann hier ganz einfach einen Sechser hin. Und jetzt zeichnen wir so ein bisschen unseren Kreis vor. Ist eigentlich schon gut markiert. Du siehst ja, wie es losgeht. Also man macht sich zuerst einfach ein Sechserfeld. Dann kommt halt so ein Dreierfeld. Und dann kommen 1, 2, 3, 4, einer. Und schon ist das fertig. Ne, dann machst du einfach nochmal hier so ein Dreier. Dann kommt wieder ein Sechser. Dreier, 4 einzelne. Wieder ein Dreier, ein Sechser. Und so geht es halt immer weiter und schon haben wir unseren Kreis fertig. Jetzt geht es natürlich ein bisschen an das Schwierige und zwar wollen wir unsere Kuppel bauen. Ich empfehle dir jetzt immer eure Glasblöcke zu nehmen. Ne? Ich werde jetzt aber keine Glasblöcke nehmen, weil es zum Zeigen ein bisschen doof ist. Von daher werde ich heute ein bisschen Wolle nehmen als Beispiel und jede Ebene kennzeichne ich euch immer mit einem roten Block. Aber du verwendest bitte nicht diese Blöcke, sondern einfach immer zu das weiße Glas. Ne? So, sobald wir das dann erstmal haben, ist die erste Aufgabe, dass wir uns hier einfach mal zwei Glasblockreihen uns einmal hier lang ziehen. Das können wir uns hier einmal komplett so markern. Ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, einfach das doch mit Glas zu bauen. Wir machen eigentlich nur den Bereich, den wir jetzt neu raufsetzen mit rotem Beton, also ich zum Beispiel, damit man es besser sieht. Ich glaube, das ist einfacher. So, wir fangen einfach mal jetzt hier auf unserer Sechserreihe an. Da setzen wir einfach mal in der Mitte vier weitere Glasblöcke hin. An den Seiten machen wir jeweils auch nochmal vier einfach hin. Das können wir mal gleich synchron hier auf beiden Seiten einmal machen. Und das ist eigentlich schon der ganze Schritt, den wir machen. Der Rest bleibt eigentlich so, wie er ist. Die Seiten zum Beispiel hier machen wir wie immer ja einfach nochmal hier unsere Glasblöcke auf. Denn hier an den Seiten machen wir einfach hier zwei Vierer statt Dreier und in der Mitte auch nochmal so ein Vierer. Nur die Seiten bleiben gleich. Da setzen wir einfach komplett unsere Glasblöcke auf, so wie wir die schon haben. Ich stelle mich einmal kurz rüber. Für den Bereich, den wir jetzt uns da einmal raufmarkern. Mal kurz das Video anhalten, ne? Dann könnt ihr das hier gerne so übernehmen. Natürlich bitte mit Glasblöcken. Die nächste Ebene wollen wir uns wieder anzeichnen. Wir fangen einfach wieder komplett an den Seiten an. Diesmal machen wir statt ein Vierer einen Zweier hin. Und an den Seiten machen wir einfach jetzt wieder einen Vierer hin, sodass dann hier natürlich eine Glasblockreihe übersteht. So, also auf der anderen Seite machen wir auch nochmal einen Vierer hin. Dann kommt einfach hier mal ein Zweier ran. Dann machen wir zwei einzelne und schon geht es eigentlich wieder so voran. Ne? Dann machen wir einen Zweier. Dann kommt ein Vierer, Zweier, hier wieder ein schöner Vierer. Dann machen wir hier wieder nach unserem Vierer dann einfach ein Zweier hin. Zwei einzelne,
So, hier wieder ein Zweier, wieder ein Vierer und ein Zweier. Ne, und so zieht sich das hier halt einmal ringsrum. So können wir uns das mal machen. So sieht denn die Form aus, wenn wir den einmal komplett gezogen haben. Jetzt wieder einmal kurz Video anhalten, euch das Ganze einmal langziehen und dann geht es gleich weiter mit der nächsten Ebene. Sobald wir das dann haben, geht der Zweite wieder an unseren Seiten. Jetzt lassen wir den zwei hier vorne einmal komplett in Ruhe, gehen auf die nächste Ebene, können das einmal komplett bis zur anderen Seite ziehen, setzen dann uns einen Einer hin. Ich fliege mal hier auf die Innenseite, machen wir uns einen Zweier hin, Zweier zur anderen Seite, Einer. Und jetzt hier auf unserem Vierer können wir das hier komplett einmal zur anderen Seite ziehen. Und dann haben wir, sage ich mal, schon diesen Winkel, den wir jetzt immer wieder uns zeichnen wollen. Das heißt, es geht dann einfach los mit einem Einer, dann kommt ein Zweier, so ein Zweier ran, Einer. Und schon machen wir diesen langen Lulatschi wieder hin, bis zur anderen Seite. Dann kommt wieder ein Einer hin, ein Zweier, ein weiterer, ups, weiterer Zweier, wieder ein Einer und wieder unser langer Lulatsch. So, und dann sind wir hier fast schon auf der anderen Seite, können das hier noch einmal langziehen, wunderbar. Und ich stelle mich einmal wieder oben drüber, mal kurz wieder anhalten. Nachziehen und schon geht es mit der nächsten Ebene weiter. Sobald wir es haben, geht es wieder einmal auf unseren Seiten los. Diesmal lassen wir eine Reihe wieder überstehen, setzen unsere Glasblockreihe hier einmal hin. Dann machen wir einfach einen Zweier hin, gefolgt von drei Einzelne. Da müssen wir jetzt hier einen so zack einmal noch in der Mitte hinsetzen. Dann kommt wieder einmal unser Zweier und dann können wir wieder so Lulatschi langziehen, zack, aber lassen diesmal an der Seite einen einfach überstehen. So, wieder unser Zweier hin, drei Einzelne hier einmal in der Mitte. Kommt wieder ein Zweier und wieder, zack, die lange Reihe langziehen. Wieder ein Zweier, drei Einzelne, eigentlich halt relativ simpel. Zieht man sich natürlich hier noch einmal bis zur anderen Seite. Ich stelle mich noch einmal kurz rüber. Wir übernehmen das Maß einfach mal. So, dann wollen wir wieder mit der nächsten Reihe beginnen. Wir fangen wieder an der Seite einmal an. Jetzt setzen wir uns hier einen Vierer einfach mal hin. An den Seiten machen wir einfach einen Dreier hin. Dann geht es weiter mit einem Einzelnen. Den müssen wir einfach mal so ein bisschen in der Ecke hier platzieren. Dann wollen wir uns hier einmal, zack, uns so eine Ecke einmal reinsetzen. Dann geht es hier wieder weiter mit einem Zweier. Dann kommt wieder einmal unser Dreier hin, können wieder zum Vierer wechseln. Und das ist, sag ich mal, diese Ecke, die wir jetzt hier einmal ringsherum uns überall ziehen wollen. Am besten einmal kurz hier wieder das Video anhalten, euch den Kreis einmal so übernehmen, wie wir ihn jetzt hier haben. Und dann geht es weiter schon wieder mit der nächsten Ebene. Wenn wir soweit sind, geht es wieder einmal an unseren Seiten los. Jetzt lassen wir einmal den Vierer hier in Ruhe, fangen an den Seiten an, lassen einfach jetzt aber mal zwei Blöcke hier überstehen. Ziehen das mal zur anderen Seite, dann haben wir hier insgesamt einen Sechser. Und dann geht es eigentlich nur so weiter, dass wir hier einfach danach zwei Zweier uns einmal hier so zeichnen. Ne, nach unseren Sechser dann zwei Zweier, dann biegen wir hier schon wieder ab, machen uns hier auch nochmal zwei Zweier einfach mal hin. Und dann kommt hier schon wieder einmal unser Sechser. So, und das ist an sich unser Maß für unseren Kreis, den wir uns hier wieder einmal lang zeichnen. Jetzt einmal wieder kurz das Video anhalten, sich den Kreis übernehmen und schon geht's wieder weiter mit der nächsten Ebene. Wir fangen wieder an, einfach mal komplett auf den Seiten. Diesmal lassen wir den Sechser einmal in Ruhe, gehen gleich hier zur nächsten Ebene. Hier bei diesem Zweier lassen wir einfach mal den äußersten einmal überstehen. Zack, können uns dann hier einfach mal einen Achter hier mal so langziehen. Jawohl, acht Blöcke. So, das können wir eigentlich lieber erstmal auf jeder Seite machen, damit wir dann, sag ich mal, die Lücken in den Ecken besser ausfüllen können. Ne? Das heißt, erstmal hier überall hingehen, acht Blöcke einmal hinsetzen, zack, 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 viermal. Und sobald wir das dann, sag ich mal, hier fertig haben, richten wir uns jetzt einmal zu den Ecken. Da fangen wir eigentlich so an, dass wir uns eigentlich erstmal hier so einen Zweier uns einmal hinzeichnen können. Und dann machen wir hier einfach in der Ecke, zack, so eine Ecke halt rein. Einfach noch so drei weitere Blöcke. So, und so machen wir das eigentlich. Das ist eigentlich recht übersichtlich. Erstmal macht man sich hier seine zwei Zweier hin. Und dann machen wir einfach hier so einen Winkel nochmal rein von drei Blöcke. Na, so können wir das uns erstmal überall einmal lang zeichnen. Dann wieder einmal kurz das Video anhalten, übernehmen und auf zur nächsten Ebene. So, wir fangen wieder am besten einmal auf unserer Seite an. Diesmal lassen wir unseren achter Block, den wir jetzt hatten, einfach mal in Ruhe. Hier bei diesem Zweier, den lassen wir eigentlich auch überstehen und können ja uns einmal dazwischen einfach unsere Glasblockreihe einmal langziehen. Ich würde sagen, das machen wir auch erstmal wieder auf jeder Seite. So kommen wir eigentlich gut voran, dass wir dann, sag ich mal, nicht durcheinander kommen bei den Ecken. Sobald wir dann, sag ich, hier jede Seite einfach mal mit unseren Blöcken versehen haben, geht es jetzt an die Ecken ran. Da fangen wir erstmal so an, dass wir hier dran einfach mal so uns einen Zweier einmal platzieren. Das machen wir erstmal auf beiden Seiten. Und danach müssen wir nur noch einen einzelnen hier in der Ecke platzieren. Und das ist, ja, der ganze Trick, den wir jetzt, sage ich mal, hier anwenden, um das hier alles rund zu kriegen. So, dann machen wir auch hier nochmal einfach gleich hier einen Zweier ran, einer in der Mitte und Zweier hier ran. Fertig ist das Ganze. So, das machen wir hier auch wieder auf jeder Seite. So, und danach einfach dann nochmal kurz hier einmal, so, wenn ich hier richtig stehe, das Video anhalten, sich das übernehmen und auf zur nächsten Ebene.
Wir fangen wieder dann einmal auf den Seiten an. Jetzt machen wir eigentlich auch wieder das Gleiche. Wir lassen an der Seite einfach die zwei Blöcke hier einmal überstehen. Ziehen uns hier unsere Glasblockreihe einmal dazwischen, haben dann insgesamt hier 6 Blöcke. Das machen wir eigentlich auch erstmal wieder auf jeder Seite. So kommen wir nicht durcheinander. Und so geht das eigentlich auch am schnellsten halt. Sobald wir das auf jeder Seite einmal haben, geht es jetzt so ran, dass wir jetzt hier an jeden unserer Sechser, den wir hier haben, nochmal einen Dreier gleich dahinter so einmal dran platzieren. Das können wir hier einmal zur anderen Seite auch nochmal machen. So, dann machen wir das hier auch nochmal auf der Seite. Und dann seht ihr schon, die treffen sich dann mit den zwei Dreiern hier perfekt. Und dann müsst ihr eigentlich dann nur noch, zack, so ein Einer einfach hinten noch dran setzen. Und fertig ist das Ganze. So, das machen wir einfach auch nochmal auf jeder Seite. Erstmal unsere Dreier ran, zack, treffen sich. Nochmal stabilisieren hier mit einem Einer und fertig. So, ich würde mich dann noch einmal kurz hier drüber hinstellen. Einmal wieder übernehmen das Maß und schon auf zur nächsten Ebene. Sobald wir das denn haben, geht es jetzt weiter mit der nächsten Ebene. Die ist eigentlich relativ sehr simpel und zwar überall diesen Bereich, den wir jetzt, sage ich mal, hier noch offen haben, setzen wir einfach komplett einmal unsere Glasblockreihe hin. Einfach hier komplett, kannst jetzt hier diesen ganzen Bereich einmal komplett hier so zack, 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 einmal ausfüllen. Halt alles, was jetzt hier offen ist, füllen wir einfach mal aus. Das mache ich jetzt einfach mal nicht mit Beton, weil ich mir einfach jetzt die Arbeit nicht so machen möchte. Das einfach wegsauen. Also einfach denn hier nehmt ihr eure Glasblöcke und füllt einfach hier komplett einmal den ganzen Bereich hier einmal aus. Das können wir mal machen. Sobald wir die Glasfläche hier oben ausgeführt haben, sieht es dann erstmal so aus. Jetzt kommen wir natürlich noch einmal zur letzten Ebene. Wir fliegen dafür einfach mal zu irgendeiner Seite hin. Ich mache jetzt hier, guck mal hier mal die Mitte raus und dann zähle ich 1, 2, 3, 4. Ab dem 5. kann ich hier mal die 2 weghauen. Das mache ich einfach jetzt auf jeder Seite. Mitte suchen, 1, 2, 3, 4. 5. einmal weghauen. 1, 2, 3, 4, 5. weghauen und dann sehen wir schon, zack, können wir hier das einmal so alles freihauen. So, da die Mitte schlagen wir auch mal weg und dann füllen wir uns hier oben drauf noch die letzte Ebene mit einfach unseren Glasblöcken. Da halten wir dann einfach so ein schönes Pluszeichen einmal drauf, ne? So ein schönes, gutes, altes Pluszeichen. So, daran wollen wir jetzt einmal an jeder Seite hier einfach mal unsere Treppen uns einmal platzieren. Das machen wir einfach mal. In die Ecken hier setzen wir überall einfach mal einen Steinblock hin. Und jetzt hier zur Verbindung vom Steinblock zur Treppe setzen wir immer ein paar Stufen einfach mal ringsrum. Das machen wir mal. Zack, zack, zack. Wunderbar. So, jetzt sind wir aber immer noch nicht fertig. Jetzt wollen wir noch so eine kleine Halterung machen. Und zwar gucken wir mal, wo die Vorderseite ist. Bei mir ist jetzt hier die Vorderseite. Gucke ich mal hier auf unsere Kuppel rauf. Fliege dann hier einmal zur linken Seite. Suche mir hier die Mitte raus. Und bei dem hinteren, mittleren Block tausche ich jetzt einfach mal komplett die ganzen Glasblöcke hier einmal aus, bis ich hier einmal nach unten komme. Einfach so schön mit Stein tauschen wir hier alles aus. Zack, wunderbar, bis wir halt unten ankommen. Und dann sind wir fertig mit unserer Kuppel. Und nicht nur mit der Kuppel sind wir fertig, nein, komplett mit dem ganzen Gebäude. Nun kannst du natürlich noch deinen Reichstag einrichten oder ihn auch noch verkleiden. Ich empfehle dir einfach mal ein paar schwarze Betonblöcke, einfach wenn du ihn verkleiden willst. Sieht dann auch mal schick aus, ne, wenn man ihn sich verkleidet, irgendwo hinstellt in seiner Stadt. Das passt ja, ne? Ich finde immer, wenn man es ruhig lässt, wenn man reingucken kann, wenn da nichts drin ist, ist das ein bisschen doof. Von daher sollte man sich vielleicht noch seine Fenster verkleiden, wenn man möchte, ne? Ansonsten kann man ja reingucken und sieht, wie es innen aussieht. Nun haben wir unseren Reichstag fertig gebastelt. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen, wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss!